Review zu der dritten Volume und dem zweiten Sammelschuber von Sailor Moon Crystal. Und ja, ich hoffe, die Belichtung geht einigermaßen, weil hier bei mir ist es total dunkel draußen und Wind und dunkle, regnerische Wolken und typisches Herbstwetter halt. Und auch ich trotz hier im Schlafzimmer, ja, Zimmerlampe ist an und hier meine Lampe, die neben mir steht, ist an, aber trotzdem ist es irgendwie dunkel. Und ich hoffe, es geht einigermaßen. Also ich habe hier meine Lampe ausgerichtet trotzdem und ich hoffe, es geht und man erkennt was. Ja, auch nicht wundern, wenn hier auf meinem Sammelschuber solche Beschädigungen drauf sind, also auch hier solche Vertiefungen. Die waren leider schon drauf auf meinem Sammelschuber. Ich habe die aber auch erst nach dem Auspacken gesehen. Also, weil hier unten ist nämlich auch. Aber ich, wie gesagt, ich habe es nicht gesehen. Ich habe es dann erst beim, ja, dann daheim gemerkt, wo ich den Sammelschuber aus der Folie raus habe. Und ja, es war auch der einzigste DVD-Sammelschuber. Also, die hatten dann noch Blu-ray. Und ja, ich wollte dann aber auch nicht extra den bestellen irgendwo. Und deswegen habe ich den mir auch gleich mitgenommen im Müller. Und. Ja, ich meine, man kann jetzt damit leben. Also ich finde es jetzt nicht schlimm, für manche würde wahrscheinlich jetzt die Welt untergehen, aber ich finde es jetzt nicht schlimm. Ja, also, ja, dann kommen wir erstmal zum Sammelschuber selbst. Also, diesmal ist der Sammelschuber weiß, sehr edel gehalten, also auch hier die Verzierungen sind so, weiß nicht, so ein Goldsilber irgendwie. Hier in der Mitte hat man wieder in so einer schönen verschnörkelten Rand wieder Pretty Girl in Sailor Moon Crystal und diesmal zwei. Und hier unten ist die Herzbrosche, warum auch immer. Also der Crystal Star würde besser passen, aber gut. Und links und rechts dann noch ein paar schöne Röschen und hier oben ist dann ja, Sailor Moons Kopfsilhouette, wo man das ein bisschen erkennen kann. Und ja, und hier oben natürlich erstmal Toy Animation, Kasei Anime, DVD-Video. Und ja, auf jeden Fall ein sehr schöner Sammelschuber, gefällt mir sehr gut. Hier oben dann Pretty Girl in Sailor Moon Crystal. Und hier noch zu oben diese Ketten, die da wegen runterhängen. Dann auf der Seite steht hier noch Kasei Anime, Toy Animation. Meine Kamera stellt mich scharf. Ja, dann haben wir hier noch das Sailor Moon Crystal Logo und natürlich die Nummer 2. Und ja, hier unten, also unten ist hier wieder nur so eine Rose und dann eben die typischen Zeichen hier für DVD und Dolby Digital und keine Ahnung. Und ja, und hinten war ja normalerweise dieses Papierchen, wo halt auch so drin steht, draufsteht, worum es geht in der DVD, beziehungsweise welche Folgen drauf sind. Diesen habe ich jetzt runtergemacht. Der ist ja nur ganz leicht festgemacht. Ich habe blöderweise, weil ich gedacht habe, das ist irgendwie ein Produktionsfehler, habe ich den bei meinem ersten Sammelschuber draufgeklebt mit einem Sekundenkleber. Ich habe wirklich gedacht, das ist ein Produktionsfehler, aber ich habe halt nicht gewusst, dass man sich da selber entscheiden kann, ob man jetzt eben das so haben will, dass eben der Sammelschuber ein bisschen edler aussieht oder dass man halt es eben drauf lässt. Und ja, diesmal habe ich es aber runtergemacht. Und ja, und auf der Seite sieht man eben den Platzhalter für die vierte Volume. Und dann eben die Volume 3. Und ich würde sagen, du mach auch gleich mal raus. Wenn es irgendwie geht. So. Dann haben wir hier den leeren Sammelschuber. Den tun wir jetzt erstmal auf Seite. Und ja, und jetzt haben wir erstmal die dritte Volume. Und den Sammelschuber. Zum Sammelschuber kommen wir aber gleich. Wir gehen jetzt erstmal die dritte Volume durch. Ja, und hier haben wir das Cover von der dritten Volume. Ein sehr, sehr schönes Motiv. Das liebe ich total. King Endymion und Queen Serenity. Wunderschön. Hier unten Pretty Girl in Sailor Moon Crystal. Und ja, hier oben steht noch eine schöne 3. Und Kasei Anime, DVD Video. Und da oben natürlich noch Toy Animation. Oben steht Pretty Girl in Sailor Moon Crystal, Kasei Anime. Unten ist weiß. Auf den Seiten steht dann noch hier Kasei Anime, Toy Animation, Sailor Moon Crystal, die Nummer 3. Und dann sieht man hier auch noch Queen Serenity. Also wirklich wunderschön. Und ja, und auf der Rückseite hat man dann eben so ein kleines Inhaltsverzeichnis, auch noch ein paar Bildchen, was so in den Episoden passiert. Und da oben steht auch noch im Namen des Mondes für Liebe und Gerechtigkeit. Hier oben als Silhouettenkopf haben wir diesmal aber Queen Serenity. Ne, das sieht man hier an der weißen Krone auf dem Kopf. Finde ich sehr schön gewählt. Und ja, natürlich wieder ein kleiner Text
den ich aber nicht vorlesen werde, weil ich jetzt einfach zu faul bin. Ihr könnt einfach auf Stopp drücken, dann könnt ihr euch den selber durchlesen. Ja, und hier unten steht auch noch Volume 3, Episoden 14 bis 20. Also das heißt, die letzte Folge von der ersten Staffel und dann die ersten Folgen von der zweiten Staffel. Ja, und dann haben wir eben die Sprachen Deutsch, Japanisch, dann Untertitel Deutsch, Laufzeit, Format, Sound und Bonus, Booklet, Postkarten, Synchron-Special Teil 2. Ja, genau. Und da würde ich sagen, tun wir jetzt einfach mal das Ganze hier aus dem Schuber raus. Schuber in Schuber. Und ja, und dann haben wir hier vorne erstmal eine wunderschöne Serenity. Also wirklich traumhaft. Ja, das FSK-Logo geht leider nicht runter machen. Das ist fest auf dem Papp. Das finde ich nicht so toll. ja, der Hintergrund ist so ein Grau. Also finde ich trotzdem sehr, sehr schön. Wenn man das Ganze jetzt aufmacht, hat man hier die Extras. Hier haben wir noch eine wunderschöne Abbildung von Sailor Pluto. Wirklich traumhaft. Und ja, wenn man es nochmal aufklappt, hat man dann eben die DVDs. Ja, tun wir jetzt erstmal die ganzen Extras raus. Also so schauen die DVDs aus. Ne, so, ja, so eine wunderschöne Blumenwiese mit Schmetterlingen. Und hier steht dann eben Sailor Moon Crystal, Disc 1, Volume 3, Episoden 14 bis 17. Und auf der zweiten ist Disc 2, Volume 3, Episoden 18 bis 20. Und wenn man hier die DVD wieder runter macht, hat man hier einmal Licht. Und wenn man die DVD runter macht, hat man hier noch die Sailor Moon Silhouette. Ja, genau. So schaut es dann von innen aus. Und ja, und jetzt zeige ich euch noch, was so dabei war. Dazu kommen wir nämlich auch gleich zum Platzhalter, denn da drin sind nämlich auch noch zwei Sachen. Also, wir haben einmal drei Postkarten wieder. Und zwar einmal sind dabei Chibiusa, oder wie sie in Crystal wunderschön sagen, Chibiusa. Ich finde das so schrecklich. Aber ich finde das Bild wirklich total toll. Gefällt mir sehr, sehr gut. Wenn meine Kamera das jetzt noch ein bisschen scharf stellen würde, wäre das ein Traum. Ah, jetzt. Also wirklich eine sehr schöne Karte. Dann haben wir hier die Inners. Auch sehr schön. Und dann natürlich Sailor Pluto. Yay! Ja. Genau, und ja, und hinten drauf hat man dann eben noch das Sailor Moon Crystal Logo und hier eben Luna. Und ich glaube, das ist bei allen drei Karten so, jawohl. Und ja, aber wer verschickt die schon? Dann haben wir hier noch das Booklet, dazu kommen wir aber gleich. Hier ist dann das Rückteil, was auf dem Sammelschuber drauf war. Das habe ich hier mit reingemacht. Und jetzt kommen wir nämlich auch zum Platzhalter, denn da drinne, wie man schon hören kann, ist nämlich auch was drinne. Und ich würde sagen, holen wir es einfach mal raus. So. Ja, genau. So, und hier haben wir nämlich noch einen Magneten, einen weiteren, und zwar Chibiusa. Hoppala, ich bin jetzt an die Kamera gekommen. Ja, so schaut er aus. Ich habe auch gemerkt, der ist ein bisschen dicker als der, wo Usagi und Mamoru drauf sind. Also Chibiusas ist ein bisschen dicker. Und ja, auf jeden Fall ein sehr schönes Motiv. Also eigentlich genauso von der Pose her wie auf der Postkarte. Nur mit einem anderen Hintergrund, aber gefällt mir. Und was jetzt ganz neu ist, also ich finde, es hätte jetzt nicht gebraucht, weil ich benutze es nicht, aber hier haben wir noch einen Lipgloss hier oben mit dem Crystal Star drauf. Der ist nicht sehr groß, wie man sehen kann. Riecht nach Vanille. Riecht wirklich sehr gut, aber ich benutze überhaupt keinen Lipgloss. Also habe ich noch nie. Weder damals als Kind oder jetzt. Also ich benutze, wenn dann Lippenbalsam. Beziehungsweise halt Labello. Aber Lipgloss ist jetzt nicht so meins. Aber ich finde es trotzdem ein schönes Gimmick. Eine schöne Aufmerksamkeit von Kase. Wie gesagt, also, ja, Extras sind mir eigentlich völlig Jacke wie Hose. Und, weil mir geht es ja um die DVD und nicht um irgendwie was anderes. Ja, und jetzt kommen wir auch zu dem Booklet. Ja, also das ist diesmal, wie sagt man denn so? Ich weiß gar nicht so. Blau, so ein, weiß nicht. es ist ein sehr komisches Blau, aber sehr schön. Hier haben wir oben wieder links und rechts so ein bisschen Verzierungen. Hier oben ist der Mond. Dann steht hier eben noch Pretty Guardian Sailor Moon Crystal 3. Und hier unten, was ich toll finde, haben wir drei Miezen. Das heißt Luna, Artemis und Diana. Und hier haben wir dann auch noch so kleine Pflänzchen noch. Und ja, genau.
Wenn man das Ganze aufschlägt, haben wir hier als erstes auch hier wieder den Silhouettenkopf von Queen. Und dann steht hier eben noch Pretty Girl in Sailor Moon Crystal 3. Und hier nochmal ein kleiner Text, aber den kann man wieder nicht entziffern. Und dann geht's auch schon los mit den Acts. Hier haben wir einmal Akt 14, ein Ende und ein Anfang. Padded Etranger. Und ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, warum ich das jetzt vorlese. Eigentlich lese ich immer nur die deutschen Titel vor. Und hier noch als Zitat aus der Folge: O unermessliche Macht des Mondes, erwache. Hier mit Princess Serenity. Dann geht's weiter mit Akt 15, Invasion Sailor Mars. Und hier haben wir dann auch noch ein kleines Zitat. Ein Feind, irgendwie hatte ich eine böse Ahnung. Hier mit Sailor Mars. Dann geht's weiter mit Akt 16, Entführung Sailor Mercury. Und das Zitat ist: Weder Sailor Mars noch Chibiusa sind irgendwelche Schachfiguren. Ja, dann geht's auch schon weiter mit Akt 17, Geheimnis Sailor Jupiter. Und hier, wenn ich es für die anderen tue, habe ich von nichts Angst und sei es noch so gefährlich. Ja, das passt zu Jupiter. Dann geht's weiter mit Akt 18, Invasion Sailor Venus. Und da hier haben wir: Heißt das, die Kerle haben es auf die Erde abgesehen und sie haben vor, uns zu töten, weil wir ihnen im Weg sind. Ja, und hier eben noch Sailor Venus. Dann haben wir Akt 19, Time Warp Sailor Pluto. Und hier: Ich bin so froh, dass du wohlauf bist, Prinzessin. Und hier haben wir dann eben Sailor Pluto, die gerade Chibiusa umarmt. Sehr schön. Ja, und dann haben wir noch Akt 20, Crystal Tokyo, King Endymion. Und hier steht dann noch: Willkommen im Crystal Tokyo des 30. Jahrhunderts in unserem Palace, the Crystal Palace. Ja, und dann haben wir eben hier noch ein bisschen Charakterdesign. Hier einmal Chibiusa und Luna P. Und dann haben wir hier noch Koan und Bertie. Und dann geht es weiter mit Kotono, also hier so eine Mitschülerin von Ray. Der Regenschirm von Chibiusa. Hier sieht man eben Chibiusa mit der Kette, wo der Silberkristall und der Schlüssel dranhängt. Dann Chibiusas Fake-Pistole. Dann haben wir hier Pets und Calaveras. Und dann geht's weiter hier mit Ito Asanuma und dem Cutie Moonrod. Dann hier haben wir die zweiten Verwandlungsstäbe von den Inners. Und hier kann man auch sehen, wie der Stab eben in der Hand aussieht. Und hier haben wir dann auch noch die Kommunikatorenuhren. Und hier haben wir dann nochmal Luna in sämtlichen, aus sämtlichen Sichten. Hier nochmal als Skizze und hier unten mit Usagi als Skizze oder in Skizze, wie auch immer. Dann haben wir hier Sailor Pluto und natürlich Rubeus. Und dann haben wir hier noch Esmeraude und Akiral und Kiral. Genau. Und dann hier eben noch den Silberkristall und den Schlüssel und den diabolischen Schwarzkristall. Ja, und dann noch ein paar Hintergründe. Die Privatschule, der Unterrichtsraum, das, oh Gott, wie heißt das nochmal? Ach, Fruits Palo Crown, genau. Dann hier das Schwimmbad, dieses Schachteil, dann Crystal Palace, beziehungsweise Crystal Tokyo. Genau. Und, und hier auf der Rückseite haben wir dann noch eben die Krone von Queen Serenity. Und und was ich jetzt vergessen habe noch zu zeigen, ist hier der Hintergrund, also hier die Rückseite von der Volume. Und zwar stehen hier eben nochmal die ganzen Acts drauf, wie bei den anderen auch. Und das war's eigentlich auch schon. Und ja, meine Lieben, das war meine Review zu der dritten Volume und im zweiten Sammelschuber von Sailor Moon Crystal. Und ja, also für meine Verhältnisse wieder eine super, super tolle Box. Und also ich finde es wirklich toll. Ich habe auch schon die Folgen durchgesuchtet. Und also ich kann wirklich so gut eigentlich nichts Negatives sagen über die Box. Das Einzige, was mich vielleicht stört, ist eben, dass dass die letzte Folge von der ersten Staffel erst damit drauf ist und nicht
in der zweiten Volume. Das stört mich ein bisschen, weil man halt dann wirklich gezwungen ist, diese Volume zu kaufen, dass man halt wirklich gerade mal die erste Staffel komplett hat. Und aber ansonsten wirklich eine super tolle Box, wieder super schöne Folgen drauf und ich kann es kaum erwarten, bis Volume 4 rauskommt, bis ich dann den Sammel, also den Platzhalter austauschen kann. Und ja, also wie gesagt, ich kann euch wirklich da, den Sammelschuber nur empfehlen. Der Sammelschuber ist wieder genauso dick wie der erste. Auch das Synchron-Special, das drauf ist, den zweiten Teil, ist wirklich sehr informativ. Es geht in dem zweiten Teil wirklich sehr viel um Sabine Bohlmann. Das ist wirklich dann ein ja, großes Geschenk für alle, die Sabine Bohlmann-Fans sind, also so wie ich auch, beziehungsweise die Rolle, also beziehungsweise auch Usagi mögen. Und man kann wirklich viel Einblick bekommen von der Synchronarbeit, was mit Sabine Bohlmann zu tun hat. Es ist wirklich sehr interessant. Und ja, auch die Synchronsprecher von den Inners werden ja, interviewt. Ihnen werden ein paar Fragen gestellt. Ist wirklich auch sehr, sehr interessant. Und ja, also für jeden Sailor Moon Crystal Fan wirklich nur zu empfehlen. Ihr könnt es eigentlich überall bekommen, wo es DVDs gibt, also Müller, Mediamarkt, auch im Internet natürlich. Aber ich kann euch die Box wirklich nur ans Herz legen. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen, meine Lieben. Kommentieren, abonnieren, liken und bis zum nächsten Video. Bye, bye.